Und ein herzliches Willkommen, hey, mit mir von der Game Master Tommy, mal ganz allein bei Super Smash Bros. Online. Nicht online, aber bei Super Smash Bros. Ultimate, das wollte ich sagen, nicht online. Und ja, ich habe mir mal gedacht, komm, wir lassen jetzt auch mal mein Amiibo mal kämpfen, bisschen trainieren. Denn Realexus und ich, wir haben uns eventuell mal ausgemacht, dass wir mal Amiibo-Kampf machen lassen. Er seine Amiibos gegen meine Amiibo. Und da wollen wir natürlich noch ein bisschen trainieren. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal direkt zur Amiibo. Also es ist ein reines Amiibo-Video. Wen es interessiert, keine Ahnung. Und ich habe mein Amiibo, nämlich Link. Na? Und den holen wir jetzt mal bei. Jawohl, ja, da ist er. So, und wie wir sehen, sind wir schon Level 49. Huch, jetzt habe ich die Joy-Cons verkehrt rum. Und ja, würde einfach mal sagen, wir gehen dann einfach direkt mal auf Reise antreten und suchen uns mal die Gegner. Und dann schauen wir uns natürlich die Kämpfe auch logischerweise an. Wir wollen ja sehen, wie unser Schlink hier trainiert. Und ja, drück mal auf Reise antreten. Können nur einmal am Tag auf Reise gehen. Oh. So, Mist. Muss ich mir was Neues überlegen lassen. Okay, ich denke, ich habe hier was gefunden. Und zwar einfach Arena erstellen. Da sehe ich hier gerade, kann man einstellen, Amiibo-Kampf. Machen wir natürlich Zutritt für jeden. Keine Ahnung, Form 3 Spieler von mir aus. Grundregel, 3 Versuche, 10 Minuten, Wartesystem, 2 Verlierer warten. Gucken wir einfach mal, was da draus passiert. Benenn deine Arena, ja, benennen wir die mal. Machen wir einfach Amiibo-Training draus, keine Ahnung. Drücken wir einfach mal auf OK. Wir haben kein Passwort und, ja. Machen einfach mal Dings, ne? Arena erstellen. Wie suche ich jetzt mein Amiibo aus? Ich habe das noch nie gemacht. Also wenn wir den schon nicht auf die Reise schicken können, dann machen wir das wenigstens so. Wie suche ich mein Amiibo? Ich kann mir mein Amiibo nicht raussuchen. Ah. So, dann lassen wir mal unseren Link trainieren. Und schauen mal, ob ein Gegner kommt. Wir werden sehen. Gehen wir einfach mal direkt hier rein. Und warten mal. Oh, da haben wir einen. Endlich mal. Na gut, ich warte jetzt vielleicht keine 5 Minuten, vielleicht 3 oder so. Aber sehr schön, ein Lolezzo. Okay. Bin mal gespannt. Sein Amiibo ist mit Sicherheit besser. Schauen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. So. Oh, Level 50. Ich weiß gar nicht, was das Höchstlevel ist bei Amiibos. Vielleicht ist es sogar Level 50, ich habe keine Ahnung. Und mal gucken, was sich da tut. Schon 109? Okay. Los, Link! Lass mich nicht im Stich! Komm, Link, zeig, was du kannst. So wird das, glaube ich, nichts. War schon wieder 117. Was hat denn da für Geister aktiviert bei seinem Amiibo, dass der kaum Schaden nimmt? Oh, das war knapp in dem Boomerang. Ach, der heilt sich immer wieder. Immerhin, schon 2 perfekte Blöcke hat er gehabt. Mein schöner Link. Oh.
Okay. Ha? Sehr schön, sehr gut. Ich glaube, das bringt mir auch mindestens ein Level mein Link weiter. Kabo! Nee, hat kein Level weitergebracht. Okay. Also von mir aus können wir direkt nochmal. Wir sind ja erstmal 5 Minuten, also es kann noch ein Weilchen dauern hier. Und vielleicht kommt ja in der Zeit dann noch jemand anderes neu hinzu. Und ja, keine Ahnung. Los, Link! Die Rache ist unser! Weißt doch jetzt, wie dieser Kirby reagiert und kämpft. Okay. Oh, das war cool. Ja, der Link lässt sich auf jeden Fall schon einiges einfallen. What? Schon noch ein Leben? Echt jetzt? Ich hab gar nicht irgendwie mitbekommen, wie mein Link schon das erste Mal weggeflogen ist. Oh, das war sogar eine Zelda-Truhe. Mein Link hüpft auf jeden Fall sehr viel. Ach ja, komm, Link. Das hätte auch mal besser machen können hier. Unfassbar. Was ist das für ein Training? Nur Chance hier. Was ist denn das? Immer noch kein Level gestiegen. Okay, interessant. Der liebe Spieler hat uns verlassen. Schade. Okay. Der hat wohl gemerkt, mein Link ist vielleicht doch noch ein bisschen zu schwach. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, was die Höchstgrenze von Amiibos sind hier im Spiel. Muss ich mal googeln. Okay, da schon der nächste, der Roman 2.0. Sehr schön. Und ich bin mir noch nicht schlauer geworden. Ich habe eben gerade gelesen, dass wohl einer gelesen hat, das Max-Level wäre 70, aber er kommt über seine 50 nicht höher. Keine Ahnung. Muss ich gleich nochmal ein bisschen weiter gucken. Warten wir erstmal, bis der Roman 2.0 hier fertig ist. Und sich sein Amiibo ausgesucht hat. Das wäre ja blöd, wenn 50 das Maximallevel ist, weil das haben wir gerade. Da kann unser Kämpfer gar nicht mehr allzu viel lernen. Und das wäre eigentlich schade. Mann, braucht er lang. Oh, okay, das kann spannend werden. Habe ich auch noch nicht gesehen. Level 20, ja gut, da habe ich mir sicher gewonnen. Ein Boozer. Ein Bowser Junior, okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das ist natürlich ein Gegner, den mein Amiibo, glaube ich, also an sich noch nicht hatte. Oh, das war gut. Sehr schön, Link. Schlick, 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 hau rein! Ach ja, für euch natürlich. Abonnieren und liken nicht vergessen. Auch für mein Amiibo! Für unseren Schlink. Aua. Das spielt sich ja nur am Rand ab hier. Okay. Mein Link ist ziemlich zappelig gerade. Boah, voll reingehüpft. Das war doch gut. Das sieht jetzt ungefähr so aus wie eben gerade mit dem Feuer kämpfen, ne?
So gesehen, Bowser Junior war ich und ich war der andere halt, ne? So nach dem Motto. Na, der kriegt jetzt wenigstens ein paar Level, glaube ich. Bei mir dauert es, glaube ich, noch. Gewonnen! Hey, wir haben Kopf gewonnen! Gut, ein bisschen unfair, wir sind mal 29 Level höher, aber gut, okay. Jawohl, ja! Sehr schön! Schade, dass man kein Kompliment machen kann. Also ich bin schon mal kein Level gestiegen und er auch nicht, merke ich gerade. Können die hier eigentlich Level steigen? Möchte er noch einmal? Hat er noch ein Amiibo? Er wählt nochmal. Gut, Realexus hat ja auch mehrere jetzt. Ich habe nur den einen. Oh, er will selbst gegen mein Amiibo kämpfen. Okay, na da bin ich mal gespannt. Das nicht verkehrt. Also mein Amiibo kämpft bestimmt auch gerne mal gegen Menschen. Also, ne? Also gegen reale Spieler. Mein Link, der hüpft auf jeden Fall sehr gern. Schlecht zu viel. Warum hüpft er so viel? Aber finde ich auch gut von, cool von ihm, dass er so gesehen auch allein versucht, gegen meinen Amiibo anzukommen. Ich glaube, ich habe noch keinen Kampf gesehen, wo er quasi gegen einen echten Spieler spielt. Oder kämpft, wie man es auch nennen mag. Jawohl, ja! Sehr schön, Link! Im Hintergrund das Yoshi-Lied. Sehr schön. Ah. Auf jeden Fall hat es der Roman schwer. Hat es nicht so leicht. Ist natürlich auch gutes Training für ihn, ne? Für den realen Spieler, also für den Roman. Ist natürlich auch klasse. Also es trainiert ja quasi nicht nur mein Link, sondern auch den Spieler selber. Hey, Glückwunsch, sehr gut. Well, ja. Oh, ist nicht so leicht zu treffen, der Linke. Zumindest für ihn. Bin mal gespannt, ob er es durchhält bis zum Ende. Oder ob er flüchtet. 2-1. In zweierlei Hinsicht. Ich habe nur zwei Leben, er nur drei. Oh, Link, was hast du denn da gemacht? Also ich glaube, mein Link will es einfach nur spannend machen. Ne? Alle beide hatten jetzt noch 0%, nur noch ein Leben. Er will es einfach spannend gestalten. Denke ich zumindest. Aber ich denke schon. Meine Katze isst wieder sein eigenes Fell. Kann man das Kätzchen sehen? Da? Oben links in der Ecke? Ah. Da. Ja, schüttel sich. Hey, ich hab gewonnen! Also mein Schlink, ne? Wunderbar! Aber Roman! Good game!
Sehr schön. Ich werde aber immer noch kein Level 50. Interessant. Toller Kampf. Das kann er ja, denke ich, mal sehen. Er gibt auf jeden Fall nicht auf. Er wählt noch einen anderen Kämpfer. Geile Sache. Er hat einen Amiibo gewählt, den ich auch gern hätte. Die Piranha-Pflanze. Das ist eigentlich mein Charakter. Ich liebe die Piranha-Pflanze. Die spiele ich am liebsten ja bei Smash. Ich glaube, wer meine Videos kennt, der weiß das. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, wer hier gewinnen wird. Level 43, das ist auf jeden Fall schon höher als Bowser Jr. Das könnte auf jeden Fall längerer Kampf werden. Ja, mit dieser Reichweite, das hat Link noch nicht so drauf. Glaube ich. Und ich merke gerade, die Piranha-Pflanze hält, glaube ich, wieder ein bisschen mehr aus, ne? Ich weiß nicht. Ja, 22, okay. Ja. Na, einmal kriege ich ihn bestimmt weg. Sieht schlecht aus. Link lebt gefährlich. Unfassbar. Na, ich hab. Mein Schlink hat schon 108%, das schafft er nie mehr. Vielleicht kriegt er einen. Komm, wenigstens ein Gnadensieg hier. Zumindest so in einer Runde, ne? Oh! Oh, 192%. Der ist kein einziges Mal weggeflogen. Hammerhart! Roman, sehr gut. Immer noch kein Level gestiegen. Verstehe ich nicht. Oh, da ist noch einer. Der Alexis. Los geht's. Level 50. Okay, der Roy. Okay, drei. Also jeder gegen jeden habe ich auf jeden Fall eingeschaltet. Das ist nochmal ein reiner Amiibo-Kampf jetzt. Na gut, war es vorher auch. Ein Amiibo-Smash. Ich hätte die Bombe schon nächste gezündet. Tja, wem es eigentlich auch gefällt bei meinem Kanal, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, wie da eben gerade stand. In der Videobeschreibung habt ihr einen Link, da könnt ihr mir was spenden, wenn ihr wollt. Dafür gibt es auch keine Werbung bei meinen Videos. Also in der Hinsicht, ich krieg kein Geld von YouTube.
Toll. Nur die Bombe ist da liegen geblieben. Ich bin weggeflogen. Ich hätte vielleicht erstmal einen Aufnahmetest machen sollen, um zu gucken, wie laut ich bin, wie leise das Spiel ist. Aber weißt du, die Piranha-Pflanze mich eben gerade doch voll platt gemacht, ne? Level 43, ich 49, fast am Maximum in der Hinsicht. Und er hatte mich volle Kanne kalt gemacht. Ja, die Piranha-Pflanze ist schon cool auf jeden Fall. Och, Link. Also wirklich. Kann doch nicht der Erste sein, der rausfliegt. Doch, ich habe schon gerade gedacht, ich wäre der Erste. Wieso leuchtet das so? Also die Piranha-Fans will einfach nicht runterfliegen, oder? Nein, ich bin der Erste, das gibt's doch nicht. Unfassbar. Ah, mein Link. Und warum hängt es auf einmal so? Die Welt erinnert mich so ein bisschen an Dings, ne? Wie hieß es? Was ich gespielt hatte. Why, Son of Rome? Der Einmeld, wo wir uns beweisen mussten, damit, weil... Damit wir... Na? Jetzt komme ich einfach nicht mehr drauf. Damit wir im Kolosseum ja, mitmachen durften. Die Piranha-Pflanze hat schon wieder gewonnen, ey. Level 43, was ist denn da? Hammerhart. Krasse Sache hier. Und ich steige immer noch kein Level. Interessant. Machen wir noch einen Kampf, hä? Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Für die anderen beiden klingt das natürlich dann scheiße. Oder kommt es scheiße, ne? Dass ich dann wieder die Arena schließe. Aber der Alexis. Irgendwie kommt mir dem sein Name bekannt vor. Okay, warten wir mal, bis er keine Ahnung was macht. Was? Er löst die Arena auf? Na gut, dann machen wir nochmal einen Kampf gegen die Piranha-Pflanze. Oder auch nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, dann löse ich mal schnell auf, bevor hier noch jemand reinkommt. ja. Und ja, dann war es das heute. Mal mit einem Video, mit meinem Amiibo-Training. Keine Ahnung. Also ja, die Piranha-Pflanze war echt krass, ey. Level 43 und man hat die nicht runtergekriegt, ja. Und die hat sogar den Dreierkampf gewonnen gegen mich, Level 49 und gegen Level 50er. Irgendwie deprimierend. Aber gut, das ist die Piranha-Pflanze. Also einerseits kann ich es verstehen, weil die Piranha-Pflanze ist einfach hammergeil. Und vielleicht hole ich mir die doch irgendwann mal. Aber danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder, beim nächsten Gameplay. Vielleicht auch wieder hier. Oder beim... Amiibo-Wettkampf mit Realexus und mit mir. Und vielleicht noch ein Abonnent oder so, keine Ahnung, der hat eben auch Amiibos hat. Mal schauen. Bestimmt kommt Keno noch dazu, falls er das sieht. Ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder. Viel Spaß auch bei mir auf dem Kanal und ja, bis dann. Tschüss.